Dynamischer Auftakt, Wolfgang Overath. Kein Elfmeter. Rainer Bonhoffs erste Torchance. Er steht ausgezeichnet. Uli Hoeneß. Sind sehr groß, die Schwelt. Das ist er. Und von der Ball kam vom Gegner, darum kein Abseits. Hoeneß. Verwirrung in der schwedischen Abwehr. Deutliche Verwirrung in der schwedischen Abwehr. Hoeneß gegen Augustsson. Und dieser Ball zu Gerd Müller war. Sandberg gegen Vogts. Strafraum beherrschen Sepp. Ganz gefährlich. Uwe Brandt, Grasshoppers Zürich. Immer noch Breitner. Nein, der Ball gespielt. Ganz klar der Ball gespielt. Hölzenbein. Müller. Unangenehm. Und Müller. Bestätigung, dass Ronny Hellström einer der größten, einer der besten Torhüter dieser Weltmeisterschaft ist. Tor! Ralf Edström. Schwarzenbeck hatte das Kopfballduell zunächst zweimal gewonnen, zu kurz abgewehrt, und Edström im Direktschuss. Sein drittes Tor für die Schweden. Hier aber steht es 1:0 in der 26. Spielminute. Edström. Nicht voll erwischt. Wieder Edström. Augustsson. Uli Hoeneß kämpft, setzt nach. Augustsson. Hölzenbein hatte seinen Verteidiger. 92 groß. Hölzenbein. Rufe nicht ganz berechtigt. Stattdessen aber Roland Sandberg gegen Beckenbauer. Bonhoff. Immer noch Rainer Bonhoff. Zulässig, schwarzen Foul. Das müsste eine gelbe Karte geben. Uwe Gran hatte Schorsch Schwarzenbeck an der Hut. Rainer Bonhoff. Man braucht Glück in solchen Spielen bei so erstklassigen Gegnern. Zweiter. Hölzenbein war das immerhin ein guter Ansatz. Schnell aufgerissen das Spiel durch. Beckenbauer und mit den Fingerspitzen. Sie machen sich Mut. Mit den Fingerspitzen. Tor! Bernd Hölzenbein. Hier heißt Wolfgang Overath ist es. Sehen wir uns die Situation noch einmal an. Die Mannschaft ganz bestimmt weiterlaufen.
Pfosten und Tor. 2:1 durch Rainer Bonhoff. Das Glück ist bei der deutschen Mannschaft. Müller. Fehler in der Abwehr. Ausgleichstreffer. Sandberg. Das liegt natürlich auch mit an den Bodenverhältnissen. Eine fantastische zweite Halbzeit, selbst wenn Sie, meine Damen und Herren. Doppelpass mit Müller. Edström, Sandberg, das ist ihr System. Gerd Müller. Hoffentlich hat Jürgen Kra- Tapper. Gestern im Training hat er ähnlich gefährliche Aufsätze. Aber Sepp Maier bleibt heute absolut zuverlässig. Toi, toi, toi. Sehr schwer spielen auf diesem Boden. Kein Elfmeter, er ist weggerutscht. Es war kein schwedisches Foul. Müller! Nicht mit der Brechstange, spielerisch. Elzenbein. Jürgen Grabowski, 3:2. Glänzende Rückkehr, glückliche Rückkehr in den Kreis der 11 Spielenden. Hölzenbein. Vom Fuß gespielt. Und jetzt kämpft sich's auch leichter. Glück für die Schweden. Paul Breitner und Jürgen Grabowski noch. Grabowski zu Müller. Das waren Millimeter. Hoffentlich hat sich Gerd Müller die linke Wade nicht verletzt. Jürgen Grabowski. Wieder Olsen. Berti Vogts. Franz Beckenbauer. Und das ist Elfmeter. Schießen und dennoch Uli Hoeneß. Tor! Das Torverhältnis ist weiter aufgewertet worden. 4:2. Der Sieg 4:2. Großartig gekämpft.